Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Teilnehmer am Webinar. Heute der neue Zugangsweg zu Firmenkunden, die Haftungsexpertise mit dem Baustein BAV. Für alle die, die noch den Bildschirm sehen, aber noch nicht hier sich eingeloggt haben, telefonisch habe ich jetzt noch mal ganz kurz die Daten der Telefonkonferenz. Und dann, glaube ich, werden die restlichen, die schon am Bildschirm sind, sich jetzt hier auch noch mit anmelden. Und wir können in der Zwischenzeit noch darauf hinweisen, dass wir ja eine ganze Reihe von Webinaren haben. Am Freitag zum Beispiel um 9 Uhr geht es etwas ausführlicher über das Thema Unternehmerrisiken frühzeitig erkennen und souverän managen. Da werden noch ein paar andere Punkte der Haftungsexpertise mit angesprochen. Sie sehen auch den Einladungslink, einfach auf der KONAF-Seite unter Termine, Veranstaltungen kann man sich da direkt eintragen. Dann haben wir dasselbe dann am 12.8. schon um 8.30 Uhr, weil auch immer mehr Teilnehmer aus dem Bereich der Unternehmer selber sich da frühmorgens schon mit einloggen, haben wir das einmal noch früher angesetzt. Ja, und dann in der Folge zu unserem heutigen Webinar natürlich das Präsenzseminar mit der KONAF und Pelz-Penstreuhand, dem Herrn Bayer und mir in Nürnberg im Hause der Pelz am 19.8. von 10 bis 15 Uhr. Denken Sie bitte dran, sich rechtzeitig dort anzumelden. Das wird wirklich auch ein Praxistag, wo Sie dann sehen, wie Sie die Dinge besser kennenlernen und wie man es in die Praxis umsetzen kann. Ja, zu meiner Person, glaube ich, brauche ich gar nicht so viel zu erzählen. Viele Teilnehmer, habe ich gesehen, kennen mich aus der Vergangenheit. Und ich kann nur vielleicht so viel noch sagen, was für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war in den 30 Jahren, die ich jetzt in der Branche bin, dass ich ja zu Beginn als Versicherungsvermittler jedes Geschäft gemacht habe und ohne die entsprechende Tiefe mich gefreut habe über jede Art von Umsatzmöglichkeit und trotz allem über einen gewissen Bekanntheitsgrad bei den Kunden, wo ich war, nicht hinausgekommen bin. Erst als ich 98 mich um das Thema berufliche Risiken, vor allem in der Vermögensschadenshaftpflicht gekümmert habe, habe ich plötzlich einen Bekanntheitsgrad gehabt und es ist mir oft passiert, dass ich irgendwo bei einem Vortrag angesprochen wurde, hallo Herr Barth, ich bin doch bei Ihnen versichert, was ich beim besten Willen bei ein paar tausend Kunden dann gar nicht mehr alle persönlich kennen könnte. Die andere Seite der Spezialisierung war aber auch, dass viele Bereiche, die überschneidend waren oder wichtig waren für Kunden, von uns gar nicht abgedeckt wurden. Und deshalb war es für mich auch jetzt mit der KONAF ein weiterer wichtiger Schritt, die ergänzenden Risiken, vor allem die beruflichen Risiken von Unternehmern, mit aufzubauen und die Haftungsexpertise als Instrument damit einzusetzen und natürlich auch die Experten mit einsetzen zu können. Ja, ich will an der Stelle auch gleich die Möglichkeit dem Herrn Bayer geben, sich persönlich vorzustellen. Er ist ja heute unser Mitreferent und wird dann am Thema BAV mit einsteigen. Herzlich willkommen heute Morgen, Herr Bayer, und ja, die Bühne gehört Ihnen. Ja, recht herzlichen Dank, Herr Barth. Ja, zu meiner Person auch nur ganz kurz. Mein Name ist Manfred Bayer, vom Beruf bin ich Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Ich bin Geschäftsführer einer Pelz-Penstreuhand GmbH, einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich seit 1999 ausschließlich mit dem Thema betriebliche Altersversorgung beschäftigt. Alles, was man irgendwo berufsrechtlich, standesrechtlich im Bereich der betrieblichen Altersversorgung tun kann. Hier in dem Bereich haben wir rund 20-köpfiges Team. Ich bin dann auch Partner der Pelz Rechtsanwälte Steuerberater GbR, in der wir hier in Nürnberg im Wesentlichen das Recht, das Arbeitsrecht der betrieblichen Altersversorgung, zivilrechtlich, Haftungsrecht, alles was man natürlich auch klagen kann, forensisch, Ansprüche für und gegen allerlei Personen durchsetzen kann. Ich bin am Vorstand unterschiedlichster Unterstützungskassen und Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Pauschallotierte Unterstützungskasse, ein Steckenpferd, das mich seit 1991 beruflich schon begleitet, damals vor allem für börsennotierte und große mittelständische Unternehmen, seit 1999 ja überwiegend im Bereich der KMU-Unternehmen, sage ich mal, der
Unternehmen von 10, 20 bis 200, 300 Mitarbeiter im absoluten Schwerpunkt. Heißt nicht, dass wir nicht deutlich größere machen, aber hier ist unser Hauptklientel. Und im Rahmen HEX sind wir im Prinzip eingebunden mit der Fels Rechtsanwälte, Steuerberater GbR, wenn es geht um Haftungsfragen, die wir heute dann in dem Webinar kurz vorstellen. Ja, vielen Dank, Herr Bayer, für die Vorstellung. Und dann will ich auch gleich schon loslegen. Was haben wir heute auf der Agenda? Nun, Sie kriegen von mir das Versprechen, dass wir einige unerkannte Unternehmerrisiken aufzeigen werden und natürlich dahinter praxisnahe Lösungen. Unser Ziel muss immer gemeinsam sein, die Unternehmerhandlungsfähigkeit sicherzustellen. Denn schaffen wir es, dem Unternehmer die Handlungsfähigkeit sicherzustellen, dann schaffen wir in der Folge Umsätze, die wir gemeinsam tätigen können, und wir kriegen weitere Empfehlungen. Das Werkzeug, das wir dazu entwickelt haben, heißt Risiko- und Haftungsexpertise, von uns liebevoll HEX genannt. Das ist ein Werkzeug, das vor allem das tut, was die Kunden heute wünschen. Sie wollen schnell ihre Risiken identifizieren. Sie wollen nicht endlos Zeit investieren müssen. Sie brauchen aber auch ein professionelles Expertennetzwerk, weil sie können heute nicht erklären, dass sie alles können. Und sie brauchen natürlich für das heutige Thema auch zum Thema BAV-Prüfung und Sanierung konkrete Hinweise und Beispiele, und die wollen wir Ihnen liefern. Ja, ich habe diese Folie unheimlich gern, weil sie eigentlich ganz deutlich zeigt, wie schnell man Fehleinschätzungen treffen kann. Wenn man also auf die Zeigefinger der jungen Frau schaut, sieht man vermutlich sofort vier Balken. Allerdings, wenn der Fokus plötzlich auf den Zeigefinger des Mannes läuft, dann sieht man plötzlich auch drei Balken. Und so ist es letztendlich in vielen Dingen. Man hat eine blitzschnelle Einschätzung, und erst wenn einem der Fokus auf weitere Dinge gelenkt wird, sieht man, was mehr dahinter sein kann. Und von daher halte ich diese kleine optische Täuschung für eine gelungene Geschichte, Sie aufmerksam zu machen. Manches Mal haben Sie schon etwas fest im Blick, können aber durch die eine oder andere Information von uns vielleicht Ihren Blickwinkel noch etwas so aufmachen, dass alle davon profitieren. Ja, die Fragen sind ja beim Unternehmer, Freiberufler, Selbstständiger, aber auch Führungskräfte bis hin zum mittelständischen Unternehmer: Welche Risiken hat er denn und welche sind im Grunde genommen die, die am meisten auf ihn einwirken? Dass wir heute in einer sehr komplexen Zeit leben, das wissen wir alle. Die Aufgabe ist es, die Komplexität zusammenzufassen, zu komprimieren und in Blöcken souverän abzuarbeiten. Und das ist die Aufgabe der Risiko- und Haftungsexpertise, wie wir sie geschaffen haben. Im Grunde genommen geht es darum, ganz schnell einen Status über 12 unterschiedliche Haftungsszenarien und Risiken im Unternehmen zu bekommen und sofort dahinter Abhilfe geschaffen zu bekommen. Heute konzentrieren wir uns auf ein paar ganz augenfällige Themen, weil ja, es ist einfach so, wenn Dinge gerade vor kurzem in der Presse waren, in den Medien waren, dann ist es natürlich ein hoher Erinnerungseffekt. Und ein Erinnerungseffekt ist schon wieder etwas, da verrate ich Ihnen alle, da wir ja auch im Verkauf, in der Beratung sind, etwas. Ein Erinnerungseffekt, der den Kunden und Sie gleichzeitig betrifft, bedeutet schon eine gemeinsame Verbindung. Wenn ich also das Thema Hackerrisiken anspreche, da kommt bei vielen automatisch hoch: Ach, vor ein paar Wochen war das doch das Thema mit dem Bundestag, dass der da lahmgelegt wurde, und es kommen andere Themen auf, wie die großen Firmen Sony und andere, die gehackt wurden. Wie groß das Thema Hackerrisiko ist und wie gewaltig es uns noch beschäftigen wird, ist die eine Geschichte. Ich hatte jetzt mit einer Programmierungsfirma zu tun, die E-Business programmieren, also Portale. Und da sagte mir der EDV-Mann, Sie haben heute bei einer guten Firewall im Grunde genommen zwischen 100 und 1000 Angriffe und Suchen nach Schwachstellen in der Sekunde. Also es ist unglaublich, und für mich ist es von großer Bedeutung gewesen, weil viele Unternehmer sagen mir immer, ich habe doch gar nicht so wichtige Daten wie Sony oder der Deutsche Bundestag. Darum geht es heute gar nicht mehr. Heute sind es automatisch Maschinen,
die nach solchen Schwachstellen suchen. Und über den Einstieg Hacker kommen wir eigentlich auf ein ganz anderes wichtiges Risiko, nämlich dem Thema Betrug, kriminelle Straftaten, sowohl von außen wie von innen. Ich habe es gerade vorhin gesagt, wir hatten vom VSAV eine abgewehrte Überweisung, die die Kreissparkasse abgefangen hat. Da wollte ein Sheriff von Polen 39.700 Euro, hat einen Überweisungsträger eingeworfen, hat offensichtlich irgendwo meine Unterschrift gescannt und auf diesen Überweisungsträger eingebracht. Und hätte die Sparkasse nicht so ein souveränes Netz, dann wäre diese Überweisung wohl durchgegangen. Also es geht darum, auch kriminelle Straftaten zu versichern und vor allem, was das Thema Eigenschaden angeht. Wir haben es hier mit einer Eigenschadendeckung zu tun, und damit Ihnen mal bewusst wird, wie groß dieser Markt ist, also wenn Sie dieses Risiko ansprechen, dann können Sie davon ausgehen, dass 92% der deutschen Unternehmer und Unternehmen hier nicht versichert sind. Wir haben eine Marktabdeckung von 8%. Wenn wir jetzt einem Unternehmer klar machen können, dass die Größenordnung im Schaden zwischen 50 und 250.000 ganz häufig sind, dann kann er eigentlich abgleichen, sind 50 bis 250.000 Euro für mich noch Portokasse oder geht das schon in die Richtung existenzielle Bedrohung hinein. Und wenn er dann den Betrag, der dagegen steht, sieht, dann kann er sich überlegen, was das kleinere Risiko für ihn ist, 10 Jahre lang die Prämie zu bezahlen und nichts ist passiert, oder eben hier mal einen großen Schaden, wo ein wochenlang das Büro liegen bleibt und neue Geräte angeschafft werden müssen, tragen zu können. Das nächste Risiko, das habe ich jetzt in der ganzen Zeit, wo wir damit arbeiten, erst bei einem einzigen Unternehmen entdeckt, dass es gelöst hat. Das ist ein Gesetz, das am 25.10.2013 in Kraft getreten ist und das mir offen gesagt auch erst vor einem knappen Jahr bekannt wurde, und zwar die Verpflichtung zur Durchführung und Dokumentation einer physischen und psychischen Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz. Was will uns das sagen? Ganz einfach, die Bundesregierung sagt, wenn an deinen Arbeitsplätzen im Unternehmen jemand Burnout bekommen könnte, dann sollte das bekannt sein, dass es der Arbeitsplatz diese Gefährdung mit sich bringt, und es sollte bekannt sein, was man dagegen tun kann, was du für Maßnahmen hast, und das musst du auch dokumentieren, sonst, ja, was sonst? Sonst ist es so, dass wenn ein Mitarbeiter Burnout wird, wird die Krankenkasse danach fragen, ist das durchgeführt worden, es ist ja Gesetz, und wenn es nicht durchgeführt worden ist, wird die Krankenkasse selbstverständlich sagen, lieber Arbeitgeber, dann gibt es da eine ganze Reihe an Kosten, die du jetzt plötzlich übernehmen sollst. Die Kosten für so eine Prüfung liegen bei ein paar hundert bis ein paar tausend Euro, je nach Größenordnung von Unternehmen, bis 3.000 Euro zahlt die BAFA 50% Förderung, und das gilt ab Unternehmen von einem Mitarbeiter. Die meisten, denen ich es bisher vorgestellt habe, haben gesagt, habe ich noch nie gehört. Aber etwas, das Sie noch nie gehört haben, damit können Sie Überraschung erzeugen bei Ihren Kunden, bei Ihren Interessenten, und können sich damit schon mal einer wertvollen Information schmücken und Ihnen auch zeigen, dass Sie entsprechend Partner für die Lösung dahinter haben. Ja, dann kommen wir zu dem bereits angesprochenen Thema der betrieblichen Altersversorgung, das ja heute schon einen ziemlich großen Verbreitungsgrad hat. Und die Frage ist immer, wie komme ich denn zu den Unternehmen rein? Mich noch attraktiver darstellen als andere? Geht das? Oder vielleicht sogar als der kritische Helfer, der aufmerksam macht auf das, was all die, die nur Verträge verkaufen wollen, nicht unbedingt hinweisen. Betriebliche Altersversorgung ist eine wichtige Säule, aber es ist auch wichtig, dass der Unternehmer mit Überzeugung letztendlich dahinter stehen kann. Und das kann er nur, wenn er sich bewusst ist, auf was er sich eingelassen hat. Und da gehe ich mit Ihnen jede Wette ein, dass über 90% derer, die in der betrieblichen Altersversorgung nur Versicherungsverträge zugelassen haben, überhaupt keine Ahnung hat, dass im Gesetz ganz klar verankert ist, dass die Leistungen,
die zwischen dem Versicherer und ihrem Angestellten vereinbart wurden, dass diese Zusagen letztendlich verpflichtend sind für den Arbeitgeber. Und dann müssen wir uns natürlich schon die Frage stellen, was bedeutet es denn in dem aktuellen Marktumfeld bei fallenden Zinsen, bei kaum einzuhaltenden Garantien für den Arbeitgeber, wenn da plötzlich zigtausende Euro weniger Leistung beim Arbeitnehmer ankommen und der sich das nicht gefallen lassen will und dann erfährt, dass er das theoretisch bei seinem Arbeitgeber in irgendeiner Form wieder ausgeglichen bekommen kann. Auch ein Thema, wo man ganz hervorragend aus meiner Sicht Steuerberater mit aufmerksam machen kann, um gemeinsam in der Mandantschaft dann danach zu suchen und dem Arbeitgeber klarzumachen, du musst hier Prüfungen durchführen, um sicher zu gehen. Ja, und an der Stelle gebe ich dann auch schon mal weiter, damit wir ein paar Beispiele bekommen, wo kann es denn überall Schwierigkeiten geben im Bereich der betrieblichen Altersversorgung, und bitte einfach den Herrn Bayer uns da auch ein paar praxisnahe einzelne Fälle oder so zu nennen, damit wir wirklich sagen können, okay, das hier ist wirklich ein Thema, wo ich einen Unternehmer ansprechen und gewinnen kann für eine Prüfung. Und mit so einer Prüfung haben Sie in der Folge mit Sicherheit auch eine ganz gute Umsetzungsmöglichkeit verbesserter Lösungen. Herr Bayer. Ja, danke, Herr Barth. Ich gehe gleich nochmal die Folie zurück, weil das wirklich so eine tolle Folie ist und was so deutlich sensibilisiert. Das ist das Thema mit den prognostizierten Leistungen. Ich glaube, das ist zwischenzeitlich jedem klar, dass der Arbeitgeber Zusagen macht und dass der Arbeitgeber für alles haften muss, steht in § 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz. Und die Frage ist immer, was ist zugesagt? Und das mit den prognostizierten Leistungen, das ist was, was jeder Makler, jeder Vermittler, auch jede Privatperson fast kennt. Wir wissen alle, dass die Versicherer irgendwo vergangenheitsorientiert noch irgendwelche Zahlen in die Zukunft fortschreiben müssen oder fortschreiben dürfen und gar nicht unterstellen müssen, dass wir die letzten Jahre jedes Jahr einen Rückgang haben der garantierten, der prognostizierten Verzinsung, dass es jedes Jahr um 0,10, 0,15 zurückgeht, dass wir genau wissen, nächstes Jahr laufen wieder Staatspapiere aus, höher verzinsliche, die nur niederverzinslich refinanziert werden können. Das heißt, es ist ganz klar, dass das sinkt und sinkt und weiter sinken muss. Und es ist eigentlich jedem klar, dass die prognostizierte Leistung niemals so erreicht werden kann. Und was die Versicherer selbst schreiben, wahrscheinlich nie mehr als die Garantien auszahlen können. Privat ist es kein Problem. In der betrieblichen Alterssorgung habe ich immer so eine besondere Sorgfalt, so eine besondere Fürsorgepflicht des Arbeitgebers aus dem Arbeitsrecht heraus. Und da kann irgendwann einmal Rechtsanwalt auf den Trichter kommen oder rausstellen, man hat doch ein bisschen öfter die prognostizierte Leistung vorgelegt, als das vielleicht notwendig gewesen wäre, oder vielleicht hätte man es gar nicht machen sollen, weil nur das Garantierte versprochen werden soll, und macht da irgendwas raus, irgendein Richter, der sie profiliert, und schon haben wir wieder ein riesen Fass aufgemacht. Das vielleicht nur als Nachtrag, weil ich die Folie von Herrn Barth wirklich so gut finde und auch ganz einfach ein Thema ist, wo ich einen sensibilisieren und schlichtweg einmal zum Nachdenken bringen kann, weil jeder Arbeitgeber weiß, wie es vom Arbeitsgericht ausschaut, da ist der Mitarbeiter der Allerdümmste und der Arbeitgeber hat jede mütterlichen Fürsorgepflichten, die man sich nur vorstellen kann. Ja, was machen wir im Rahmen von HEX? Das sind im Prinzip drei Dienstleistungen, drei kleinere Dienstleistungen. Das einmal ist das Riesenthema Überprüfung und Neuordnung von Pensionszusagen. Ein Thema, mit dem Sie ganz leicht Geschäftsführer ansprechen können, mit dem Sie ganz leicht Geschäftsführer sensibilisieren können. Das sind ein, zwei Sätze, die hier schon Wunder bewirken. Ich spreche bloß immer an, also ich stelle es bloß immer so dar. Schauen Sie, Ihren Gesellschaftsvertrag, den haben Sie die letzten 15, 20 Jahre drei, viermal aktualisiert, drei, viermal verbessert. Und wenn Sie nur die D-Mark durch den Euro ersetzt haben und dann kommt steuerlich irgendeine Behandlung der Geschäftsführervergütung, dann macht man hier wieder einen Nachtrag, eine Änderung, irgendeine Anpassung. Bloß die Pensionszusage, die ist einfach nie gemacht worden in den letzten 10, 20 Jahren. Da ist auch die Rechtsprechung weitergegangen. Der BFH hat steuerlich gesprochen, die Finanzverwaltung hat viele Erlasse veröffentlicht. Der Bundesgerichtshof hat durch Verpfändung zur Insolvenzsicherheit gesprochen. Die Sozialgerichte, auf die wir sie immer wieder beziehen, haben Rechtsprechung gemacht. Und
egal ob die richtig oder falsch war, um das geht es gar nicht, auch egal wer das gemacht hat, im Zeitablauf wird so etwas schlichtweg falsch. Im Zeitablauf wird es einfach falsch. Das Ganze ist das andere Thema, Überprüfung von versicherungsförmigen Versorgungssystemen. Versicherungsförmige Versorgungssysteme werden meistens eingerichtet, manchmal 3, 4, 5 verschiedene Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, die irgendwelche unterschiedlichsten Versicherungen, unterschiedlichsten Zusageformen verkauft haben. Meistens geht es einfach darum, um den Verkauf eines Versicherungsvertrags, und dann sagt man, ja, im Betrieb, da geht das alles aus dem Brutto, dann wird irgendetwas unterschrieben, was teilweise mit BAV gar nichts zu tun hat. Ich habe hier schon dynamisierte Verträge in der Direktversicherung erlebt, also wirklich alles, was der liebe Gott verboten hat. Das kann man auch ganz schnell einmal anschauen. Was hast du überhaupt? Ich habe heute auch noch die Aufgabe, das für einen Unternehmer zu machen, der sein Unternehmen verkaufen will, einfach mal zusammenzuschreiben, was hat der, welche Zusagenformen hat er, welche Versicherung hat er, welche Tarifgestaltung, welche Risiken sind, wie schaut es überhaupt aus? Also das ist wirklich ein ganz guter, hervorragender Türöffner, und Sie treten wirklich qualifizierter ein, als wenn Sie nur sagen, naja, ich habe auch eine Versicherung, bei mir ist es die Pfefferminzia und es ist die allerbeste, weil die allerbeste, da waren ja schon 5 da mit der allerbesten, und jetzt kommen Sie mit der 6. allerbesten, und es wird irgendwann unglaubwürdig. Und wenn ich sage, komm, das, was du hast, ich möchte dich eigentlich langfristig betreuen, ich möchte dein BAV-Berater, dein Begleiter sein, und mir geht es gar nicht darum, jetzt schnell einen Vertrag abzuschließen, sondern lass erstmal sortieren, lass erstmal ordnen, lass erstmal systematisieren, was du hast. Und das dritte Thema im Rahmen von HEX ist die Erstellung oder Überprüfung einer Versorgungsordnung. Meistens wird es wohl das Erstellen sein, weil viele Unternehmen, auch größere Unternehmen, die haben alle möglichen Berater, alle möglichen Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, irgendwelche Akquisiteure ins Unternehmen lassen, die unterschiedlichsten Dinge, aber kein einheitliches Regelungswerk. Ich bekomme öfter Fragen von Steuerberatern, die sagen, ja Herr Bayer, wie ist jetzt das da im Mutterschutz? Herr Bayer, was ist das, der ist jetzt schon langzeitkrank, 50 Tage, wie ist denn das? Sage ich, ja, was ist das? Das kann so oder so sein, was eben ausgemacht ist. Ja, wo ist das ausgemacht? Na, in der Versorgungsordnung. Ja, Versorgungsordnung haben wir nicht. Also wissen Sie, es sind einfach ganz einfache Spielregeln, auf die sich jeder verlassen kann, auf die sich jeder berufen kann und jeder genau weiß, was es gibt und was zu tun ist. Und wenn halt in der Versorgungsordnung steht, es ist nur Rückdeckungsversicherung der Pfefferminzia, die werden genommen, auch für Portabilität. Ansonsten haben wir pauschal dotierte Unterstützungskasse oder irgendwas anderes und es funktioniert so, 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 alle Punkte durch. Geregelt, auch wenn es eine normale Direktversicherung sind, einfach klare Regelungen, dann ist es hier für Unternehmen Gold wert und kann so manchen Streit, der mit Sicherheit in Zukunft größer werden wird, weil in letzter Zeit immer mehr Rechtsanwälte von der Thematik was verstehen, immer mehr Arbeitnehmerrechte kennen und auch immer mehr Arbeitgeber, ja, die eher Sorgen haben von den Risiken, die sie immer mal wieder in kleineren oder größeren Artikeln lesen und mitbekommen. Das bedeutet doch im Grunde genommen, Herr Bayer, dass wenn ich heute das Indiz habe bei einem Arbeitgeber, sind 3, 4 oder mehr Gesellschaften, die ja alle von sich glauben, ziemlich das Beste zu sein und alle nicht einheitliche, sondern eigene Formulare bringen und es keine Versorgungsordnung vorliegt, dass ich eigentlich hier schon ein ganz klares Indiz für unbedingten Prüfungsbedarf habe. Ja, auf jeden Fall. Und im Prinzip schaffen Sie ja einen Fulltime-Job zur Prüfung. Wenn da irgendwas ist, Sie müssen ja jeden Vertrag, jedes Bedingungswerk durchgehen. Und es ist ja nicht so, dass Sie sagen, wir haben 3, 4 verschiedene Gesellschaften und es ist getan. 3, 4 ist ja nicht allzu viel. Dann haben Sie innerhalb der Gesellschaft noch die unterschiedlichsten Tarife, irgendwas Fondsgebundenes, wo man sich fragen muss, ist das überhaupt eine BAV, ist das überhaupt eine Leistungszusage? Wohl nicht, der Leistung wird ja nicht versprochen, ist dann eine Beitragszusage mit Mindestleistung, ja, der Fonds hält auch keine Mindestleistung, ist es eine beitragsorientierte Zusage eigentlich auch nicht, weil einen Zins sagen wir nicht zu, ist es überhaupt BAV, also da gibt es auch innerhalb der Gesellschaften die unterschiedlichsten Tarife, die verwendet werden, der sagt, ja, mit der Pfefferminze, da mache ich ja immer BAV, aber jetzt haben sie dann einen tollen Fondstarif und dann verkauft er den ins Unternehmen rein. Und der Nächste oder der Übernächste, der resoniert auf was anderes und der kriegt den nächsten merkwürdigen Tarif.
der vielleicht privat mehr oder weniger sinnhaftig ist, aber im Unternehmen natürlich absolut tödlich. Also da steckt Risikopotenzial drin, das überhaupt nicht teilweise im Ansatz gesehen wird, was da drin steckt und was es ist. Und für die Sanierung ist es wirklich jedes Unternehmen, das Arbeiterinnen und Arbeitnehmer hat, ist es interessant, egal welcher Durchführungsweg, egal ob eine Direktversicherung, Direktzusage und so weiter, egal wie gemacht, ob innen finanziert, ob man jetzt direkt Zusagen, Versorgungswerke hat, rückgelegte, pauschalodierte Unterstützungskassen, Pensionsfonds, Pensionskassen, Direktversicherungslösungen. Es sind überall die merkwürdigsten Überraschungen. Und wie gesagt, den Fall, den wir heute noch machen müssen, gestern am Tisch kriegt, Unternehmer sein Unternehmen verkauft, jetzt wollen die Fragen zur BAV und spezifische Fragen, jetzt weiß der gar nicht, was er machen soll. Ja, da haben wir geschlossen es, aber einer führt es fort und dann hat der mal da noch ein paar ausländische Verträge reinkauft und dann haben wir das noch und dann haben wir das noch und jetzt stelle ich das ein bisschen so dar, dass man irgendwo alles gesagt hat, aber nicht mehr Wind aufwirbelt, als es unbedingt sein muss oder sein sollte, bevor der Käufer seine Due Diligence macht. Ja, und wie gesagt, in der Praxis zeigt sich einfach, egal was das sind, ob wir hier beim GGF sprechen oder auch Versorgungssysteme, das ist irgendwo eingeführt worden und seit der Einführung nicht mehr überprüft, nicht mehr angepasst worden. Und es sind Dinge einfach, wo sich die Rechtsprechung ändert, wo Erlasse entstehen, wo sich Gesetze ändern, wo im BAV-Bereich ist es so, ist ja nicht bloß das Steuerrecht, es ist das Sozialversicherungsrecht ganz stark dabei. Es ist, wenn es beim GGF geht, ist das Zivilrecht, Insolvenzschutz, Thema vom Bundesgerichtshof. Wie viel Verpfändungen, vermeintlich sichere Verpfändungen hat er schon gekippt? Wenn wir Prüfungen machen von Verpfändungen, 90% sind fehlerhaft. Wir haben die letzten Jahre oft erlebt, dass ganz normale Versicherungsmakler zu uns kommen sind und haben gesagt, wir brauchen eine Verpfändung von euch, weil die Versicherung die Muster gar nicht mehr rausgeben, weil sie sagen, das ist zu haftungsrelevant. Und da ist es wirklich so, Sie können davon ausgehen, egal was man anschaut, man findet einfach im Zeitablauf, egal wie gut es war, massive, teilweise große Fehler drin. Und einen Fehler, auf den ich immer hinweise, ist das Ganze, der zivilrechtliche Anspruch, Insolvenzsicherheit. Ich kann es Ihnen versprechen, egal wie gut ein Unternehmen ist, egal wie toll das dasteht, egal welche Familienhistorie schon hat, vor Insolvenz fürchtet sich fast jeder Unternehmer. Wenn man sagt, du pass auf, wenn das nicht richtig gemacht oder sauber ist, in der Insolvenz kann das Ganze weg sein. Der Insolvenzverwalter kann das so und so aushebeln, gibt es ich der Rechtsprechung schon, wo er es geschafft hat, durch verschiedene Fehler, die man in der Vergangenheit nicht einzeln gemacht hat, sondern zu Tausenden und Abertausenden, dann werden die Unternehmer ganz hellhörig. Und es sind zwei Themen jetzt gewesen. Einmal die Insolvenz, wo ich sage, du, da kann es ein Problem geben. Und zweitens, du, das ist doch logisch, dein Vertrag ist schon 10, 20, 30 Jahre nicht mehr angeschaut worden, dass sich da Änderungen sind, dass da Probleme auftauchen können, das liegt wohl auf der Hand. Lass doch das einmal anschauen. Dein Auto, das fährst auch jeden Jahr zur Untersuchung, jedes Jahr zum Kundendienst. Hast ein Auto für 10, 20.000 Euro Restwert und das Auto darf jedes Jahr ein- oder zweimal zum Kundendienst. Die Pensionszusage wert 400, 500.000, wenn man sagt, alle 10 Jahre mal Kundendienst, dann sagen die Unternehmer, ja, muss das wirklich sein, braucht es das. Und die Fehler, wie gesagt, sind steuerliche Anerkennung, dass das ein oder andere einfach nicht mehr anerkannt werden kann. Da hängen Fehler drin, die oft auch nach Jahren gemacht werden, erst entdeckt werden. Das Thema Erprobung. Der Geschäftsführer muss sich erproben, die Gesellschaft muss sich erprobt haben. So Pensionszusagen kann ich erst nach 3 bis 5 Jahren machen. Beides, Gesellschaft und Geschäftsführer, müssen sich erprobt haben. Das Thema ist nicht nach 5 Jahren ausgestanden, sondern hat einen gewissen Ewigkeitswert. Das Thema, wenn es steuerrechtlich kippt, zivilrechtlich muss die Gesellschaft trotzdem zahlen. Das wird halt dann deutlich teurer. Und natürlich kann die Gesellschaft dann auch liquiditätsmäßig überlastet sein. Und es steht natürlich zu den Verlusten, die hier im Sanierungsfall oder im Prüfungsfall, also die Verluste stehen in dem kein Verhältnis zu den Kosten im Sanierungs- oder im Prüfungsfall. Also es macht durchaus Sinn, wenn ich sage, komm, nimm mal 350, 390, vielleicht 1.000 Euro für eine größere, umfangreiche Prüfung in die Hand, um deine Pensionszusage wirklich mal überprüfen und nicht bloß überprüfen, dann auch neu ordnen
und richtigstellen zu lassen. Und das Thema ist halt einfach verdeckte Gewinnausschüttungen, die leicht kommen. Da ändert sich irgendwas, da ändert sich vielleicht die Vergütung, weil man nicht mehr so kann. Die Pensionszusage hat man nicht anerkannt. Oder ein Beispiel, wenn man mal lang wollte der Makler unsere Zusage geben zur Überprüfung, der Steuerberater hat sich quergestellt. Dann habe ich gesagt, na okay, lassen Sie den Steuerberater einfach bestätigen, dass arbeitsrechtlich, steuerrechtlich, haftungsrechtlich und hinsichtlich der Ausfinanzierung alles in Ordnung ist. Ja, das unterschreibt der Steuerberater nicht, da war die Zusage bei uns. Und was war in der drinstanden? Da war drinstanden, er hält eine Pensionszusage in Höhe von 9.000 Mark. Die Auszahlung erfolgt monatlich. Ja, wie viel sollte jetzt monatlich ausbezahlt werden? 9.000 im Monat und 9.000 im Jahr und nur 750 im Monat? Auf jeden Fall ist es unklar. Und unklar heißt halt, verdeckte Gewinnausschüttung wird nicht anerkannt. Dann fehlen die Gesellschafterbeschlüsse. Die meisten wissen zwischenzeitlich, dass sie einen Gesellschafterbeschluss brauchen. Ja, aber ohne Arbeitsverhältnis kann ich auch keine Pensionszusage haben. Das heißt, ich brauche einen Gesellschaftsbeschluss für einen Dienstvertrag. Zwischenzeitlich wird er weitergefragt und wird es weiter in den rechtlichen Grundlagen angeschaut. Das Thema Probezeitverstoß, wie gesagt, die 3 bis 5 Jahre, die sich alles bewähren muss. Mangelhafte Abfindungsregelung. Abfindung ist halt einfach vor ein paar Jahren neu definiert worden. Wir haben noch reihenweise falsche Abfindungsregelungen drin und der Insolvenzschutz, habe ich Ihnen gesagt, gut 90%, woher wirklich ins Leere geht. Und wenn ich versicherungsförmige Zusagen prüfen und da sind 30, 40 Zusagen drin, ich muss nicht jede prüfen. Ich schaue mir halt jede einzelne an. Ich muss halt, das muss sich einer hinsetzen und sagen, pass auf, wir haben das, die drei Anbieter, von dem Anbieter drei Tarife, da haben wir die Muster, da hat uns einer mal was gegeben, wir sollen besser die Entgeltumwandlungsvereinbarung. Unsere Entgeltumwandlungsvereinbarung, die haben zwischenzeitlich schon 6, 7 Seiten, weil wir einfach verschiedene Sachen dezidiert regeln, dezidiert klarstellen. Und mit der Klarstellung ist auch sämtliche Aufklärung gemacht und jeglicher Hinweis gemacht, weil es der Mitarbeiter auch unterschrieben hat. Und die Zusagearten, die unterschiedlich sein können. Ich habe es Ihnen gesagt, was wird oft bei so komischen Vorkonstruktionen gemacht? Ist es überhaupt eine Zusageart, die es theoretisch gibt? Wie sind die Zusagen gemacht worden? Zusageformen, Verstoß gegen Gleichbehandlungsgrundsatz. Ich mache dreien eine Zusage, haben es die anderen automatisch. Haben wir da ein Risiko? Das Risiko poppt ja nicht gleich hoch. Das poppt dann hoch, wenn der in Ruhestand geht. Bis dahin hat er sich ruhig verhalten, eilt er nichts und sagt, so jetzt möchte ich meine Pensionszusage haben. Dann sagt der Unternehmer, du hast gar keine. Er sagt, ja, aber ich weiß aber, dass die eine gekriegt hat. Ich habe zwar ein bisschen weniger verdient wie dir, mache fast das Gleiche, aber es kann durchaus sein, dass ich ein bisschen weniger kriege, aber dass ich gar nichts kriege, kann nicht sein. Arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz, keine willkürliche Differenzierung, den habe ich einfach gemocht. Das war mein Lieblingsmitarbeiter. Darf einfach nicht sein. Also ist auch schon ein Indiz im Grunde genommen, wenn in einem Unternehmen mal Fondspolicen und mal andere Versicherungslösungen drin sind, dass ich hier auf jeden Fall Stress habe und in der Zukunft eine Prüfung zwingend sinnvoll ist. Ja, also das sind auf jeden Fall Themen. Man merkt, die Finanzverwaltungen, die haben auch die letzten 10 Jahre wirklich Leute ausgebildet, viel auf das Thema Pensionszusagen, also Direktzusagen, GGF, zwischenzeitlich immer mehr in das Thema Kollektiv. Und früher hat man das einfach ganz einfach gehalten. Ja, Versicherungsvertrag, das war kein Risiko, das war alles prima. So wird es ja auch verkauft von der Versicherungswirtschaft. In Wirklichkeit ist das Ganze aber ganz anders. In Wirklichkeit wird zwischenzeitlich auch beim Unternehmensverkauf das Ganze angeschaut. Wir haben reihenweise auch in den rückgedeckten Unterstützungskassen schon Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, die das Tate haben wollen bei den rückgedeckten Unterstützungskassen. Was sind für Risiken, was haben wir für Haftungslücken, was steht dem Mitarbeiter zu und was ist bereits finanziert, sprich erhebliche Lücken zwischen dem, was der Mitarbeiter einbezahlt hat und so weiter. Da machen sich immer mehr einfach Gedanken. Und wir sind hier einfach in einem Entwicklungsprozess. Für vieles haben wir noch keine Rechtsprechung. Bei vielen hat die Finanzverwaltung der Rechtsprechung einfach ausweichen können, dass man einfach sagt, okay, den Einzelfall findet man noch so und so ab, dann geht es schon irgendwo. Aber so ist es einfach nicht.
Ja, und Versorgungsordnungen, da geht es einfach darum, wie gesagt, einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen, einen einheitlichen Durchführungsweg festzulegen, einen Anbieter, auf dem er portieren kann, der vielleicht Verträge aufnimmt, wenn das jemand möchte, dann die Beträge definiert, die fließen müssen, die Zeiten, wann sie fließen müssen, bei Krankheit, bei und so weiter. Die Unverfallbarkeitsregelungen, wie will ich das haben, mit abhängig teilweise vom Alter und so weiter. Leistungsbausteine und Voraussetzungen, wer kriegt überhaupt was, wann kriegt man was, das muss halt einfach klar definiert werden. Der Gleichbehandlungsgrundsatz und natürlich das Ganze dient zur Verwaltungsvereinfachung. Wenn ein Mitarbeiter ausscheidet, dann weiß ich, was los ist in meinem System. Da muss man nicht irgendwelche Verträge durchlesen, die ich mir noch nie durchgelesen habe, auch nicht beim Abschließen. Die lese ich jetzt durch und dann merke ich hier irgendwelche Sätze, wo es mir ganz anders wird. Beispiele war bei Mitarbeiterberatung beim neuen Trägerunternehmen in der pauschaldotierten Unterstützungskasse. Da haben wir dann haben welche ihre Verträge mitgebracht, Direktversicherungsverträge, nicht mal von einer schlechten Gesellschaft, eine von den guten. Dann haben die gesagt, ja, sie zahlen jetzt so und so lang ein. Momentan fehlt ihnen so und so viel Geld. Und dann war der schon ein bisschen älter, jenseits 50. Dann habe ich gesagt, und wenn sie fleißig durchzahlen, dann kriegen sie garantiert zum Schluss um so und so viel weniger raus, als sie einbezahlt haben. Und dann hat sie dann mit ein paar Zahlen einfach abgefunden und war im Prinzip frustriert. Und dann sehe ich per Zufall in der Police den Satz drunter unter den ganzen Zahlendarstellungen. Da war dann gestanden, wenn es im Prinzip aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr möglich ist, die Leistung aufrechtzuerhalten, weisen wir darauf hin, dass wir zur Sicherung des Bestands der gesamten Versicherungsgesellschaft die Leistungen angemessen reduzieren dürfen. Also wenn es einer durchliest und jemals gelesen hätte, der hätte niemals den zweiten Monatsbeitrag zahlt. Der Arbeitgeber, dem wäre es ganz anders geworden, wenn er im Prinzip nachliest, wie im Betriebsrentengesetz er überhaupt nicht reduzieren kann. Er hat eine Drei-Stufen-Theorie nach dem Bundesarbeitsgericht, die greift nur, wenn er, ja, wenn er schon fast kurz vorm Exodus, fast kurz vor der Insolvenz steht, ihm jedenfalls richtig schlecht geht und auf sowas er noch was retten könnte. Aber ansonsten kommt der Arbeitgeber von der Zusage nie weg. Und die Versicherung schreibt dann ganz lapidar rein, ja, dann können wir angemessen reduzieren. Was heißt angemessen? Und das sind Sachen, da brauche ich nicht viel Arbeitsrecht verstehen, da muss ich nicht ein guter BAV-Berater sein. Da zeige ich nur auf so einen Satz. Und wenn ich einen halbwegs cleveren, aufgeweckten Unternehmer habe, dann wird der ganz blass und rot und fängt wirklich mit der intensiveren Schnappatmung an. Anders kann es gar nicht sein, wenn er es verstanden hat. Ja, und sagen wir, bei den Prüfungskosten letztendlich sind es ja heute auch eine relativ einfache und schnelle Möglichkeit, Klarheit zu bekommen. Und nur wer Klarheit hat, hat ja dahinter auch einen Aktions- und Handlungsspielraum. Alle anderen tappen ja weiterhin im Nebel und im Dunkeln. Naja, also ich meine, ich habe eine persönliche Meinung, dass ich, sagen wir, klassische deutsche Lebensversicherung, egal welche Gesellschaft, sowieso für nicht mehr verantwortbar halte in der betrieblichen Altersversorgung und das schon lange. Und wir haben zwischenzeitlich auch Rechtsprechung, dass ich als Arbeitgeber nicht jedem Mitarbeiter hinterherlaufen muss, wie es manche Berater den Arbeitgebern immer gern erklären. Und ich sage, Mensch, lieber überhaupt keine BAV im Unternehmen und lieber macht überhaupt kein Mitarbeiter mit, als irgendwelche Direktversicherungen, für die ich hafte, was ich gar nicht überblicken und gar nicht abschätzen kann. Ja, und so fällt es auch, das nur ganz kurz, wie gesagt, Erfahrung der Verwaltung von Versorgungssystemen haben wir seit 1999, ich persönlich länger. Wir haben Berufsträger, Mathematiker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Betriebswirte, BAV im eigenen Haus. Wenn wir Dinge gestalten, dann sind es immer maßgeschneiderte Konzepte im Einzelfall, sind berufsständisch, also mit der entsprechenden Haftung. Wir sind auch so groß, dass wir jede Position mindestens doppelt besetzt haben, auch für unsere Partner draußen umfangreiche Unterstützung durch ein wirklich direkt erreichbares Backoffice haben. Also wir haben nicht irgendwelche Kooperationspartner berufsrechtlich, mit denen wir irgendwo heimlich zusammenarbeiten, die aber keiner sieht und keiner kennt, sondern die Leute sind anrufbar. Wir verwalten über 1000 Unternehmen und was wir im Prinzip bieten, ist wirklich Rechtssicherheit, ist Administration in der Sache Controlling, dass wir auch Versorgungszusagen laufend überprüfen können mit einem geringen Aufwand in den Folgejahren, dass der praktisch schon Art Servicevertrag hat, wo
der Unternehmer sagen kann, pass auf, meine Zusage soll jetzt jährlich immer mal wieder zumindest auf Aktuelles angeschaut werden, für ganz kleines Geld oder dass er einfach am Laufen ist. Und das sind die Leistungen, die wir bieten. Und im Rahmen von HEX sind es aus meiner Sicht ganz tolle, ganz überzeugende, einfache Türöffner, die auch der Unternehmer wirklich dankbar nimmt, weil wir sind hier im ganzen normalen niederen dreistelligen Bereich von den Honoraren, wo man hier schon was machen kann. Klar, Zusagen komplett überprüfen und neu ordnen, da liegt man dann schon mal bei 1.000 Euro. Aber das sind Leistungen, die man angesichts der Tragweite und der Volumina wirklich ganz gut verkaufen, empfehlen und transportieren kann. Ja, und vor allen Dingen, man muss kein BAV-Profi sein. Mit der Haftungsexpertise bin ich in der Lage, mit einem einzigen Fragebogen diese Themen anzuweisen und dann in der Folge einen konkreten Ansatz zu bekommen. Und von daher ist einfach die Kombination für alle Beteiligten Erfolg bringen. Vielen Dank, Herr Bayer, an der Stelle. Ich führe weiter und komme nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt in der Haftungsexpertise, den Unternehmer auch ganz persönlich ganz stark betrifft. Und zwar geht es einfach hier um seinen eigenen Ausfall, der für viele ja eine echte Katastrophe ist. Und ich rede jetzt nicht nur von dem Fall, dass man eben den Todesfall hat, sondern wir haben, wenn man sich die Zahlen vom IFM Bonn anschaut, rund 26% aller Unternehmensnachfolgen, die einfach völlig unerwartet und ungeplant stattfinden, vor allem eben wegen schwerer Krankheit. Und das ist eigentlich ein ganz massives Thema, wo heute noch eine große Anzahl der Berater den massiven Fehler begeht, nicht das gesamte Spektrum, den den Unternehmer hier betrifft, richtig mit einzuwerten. Und die Chance liegt einfach auf der anderen Seite natürlich darin, dem Unternehmer bewusst zu machen, dass nicht nur der deutlich über 50, sondern schon vor allem mit 52%, die ganz aktiven Leute zwischen 31 und 50 betroffen sind von diesem großen, riesigen Herzinfarkt, Schlaganfall. Und ich habe mal ein Beispiel aufgezeigt, das einfach sagt, was bringt dem einen Unternehmer mit 100.000 Euro Jahreseinkommen eine Berufsunfähigkeitsrente über 36.000 Euro, wo man noch sagen muss, gerade im Handwerk ist es ja extrem schwer und teuer, sowas überhaupt zu versichern. Und die Frage ist halt, bei wie vielen Risiken, die wir haben, trifft eine BU überhaupt zu? Dass die BU ein tolles Instrument ist, viel Geld zu verdienen für die Versicherer und für die Vermittler, ist der eine Weg, dass sie aber nicht immer ausreichend Hilfe bietet, gerade wenn es so Szenarien wie Herzinfarkt gibt, das ist, glaube ich, auch mittlerweile allen bekannt. Für Unternehmer ist hier immer gefragt, für sich persönlich, um sich neu einordnen zu können, ein möglichst hoher Kapitalbetrag. Dasselbe ist aber auch im Unternehmen gefragt, wenn ich nämlich durch den Ausfall des Unternehmers einen Interimsmanager beordern müsste. Also hier sind in der Regel hohe Kapitalbeträge gefragt und leider ist dieses Produkt, sind diese Absicherungen, wenn man mal jetzt davon ausgeht, dass wir 3,6 Millionen KMU haben oder 4,6 Millionen Selbstständige mit KMU zusammen, und fast 15 Millionen Personen, die als Fachkräfte und Spezialisten und Führungskräfte tätig sind. Und wir haben eine Marktabdeckung von vielleicht 500.000 Verträgen auf dem deutschen Markt. Dann sage ich, ich verstehe gar nicht, wer gerade über die berühmte Lebensversicherungsgesetz, Rettungsgesetz diskutiert. Weil es gibt Geschäft ohne Ende. Und wir stoßen noch auf einen weiteren gigantischen Markt im Moment zu, nämlich das Thema Pflegefall. Wir, die um die 50-Jährigen, sind ja in so einer berühmten Sandwich-Situation. Ne? Die Kinder gerade raus aus den Windeln, die Eltern laufen Gefahr, da reinzukommen. Und das Thema Pflegefall wird uns, in unsere Generation, extrem beschäftigen, weil die Chance, dass wir zwischen 70 und 100 werden, die ist extrem hoch. Und das Pflegerisiko ist ganz extrem mit dabei. Und dann wäre es natürlich gigantisch. Ich hätte jetzt eine Lösung, wo ich möglichst alles in einem versichern kann. Also sprich, heute den Unternehmer während seiner Arbeitszeit
auch über die Zeit hinaus zu versichern, in einem Vertrag das Thema Pflegefall genauso mit abdecken wie schwere Krankheiten, Tod und Unfall. So wie, wenn notwendig, auch das Thema BU. Wir haben eine Nettopolice geschaffen, die genau diese Dinge mit abdeckt. Die meisten von Ihnen kennen vermutlich die normalerweise Leistungen. Hier haben wir es um 46 schwere Krankheiten erweitert, um das Thema, dass wir neben der BU-Option eben auch beim Pflegefall der Stufe 1 bereits einen Kapitalbetrag, also keine laufende Rente, sondern einen festen Kapitalbetrag, nämlich die vereinbarten 200, 300 oder mehr 1000 Euro zahlen. Und wie gesagt, auch im Unternehmen für die Besetzung der wichtigsten Führungs- und Fachkräfte, überlegen Sie sich, wie schwierig es ist, einen jahrelang eingearbeiteten Mitarbeiter, der durch eine schwere Krankheit, wie mein Schulkamerad mit Lymphdrüsenkrebs mit 51, dann über 2,5 Jahre aus dem Unternehmen ausfällt. Das heißt, Sie müssen im Grunde genommen schauen, wo bekomme ich wie überhaupt so eine fachspezifische Kraft her. Da kann es gut sein, Sie müssen einen Headhunter einschalten, da sind Sie schon mal zwischen 3 Monate und bis zu einem Jahresgehalt von so jemand los. Und wenn Sie dann so jemand 300 bis 500 Kilometer weit weg von Ihrem Standort finden, dann müssen Sie eben auch noch sehr viel verlockende Angebote machen, dass er überhaupt bereit ist, in so einen Regionswechsel überhaupt einzusteigen gedanklich. Also alles Punkte, die Sie mit einem kurzlaufenden Vertrag im Unternehmen auf die Person bei 100, 150.000 optimal absichern können und im Falle eines Falles, weil Sie die Einnahmen versteuern müssen, auch noch großzügig den unterstützen können, der da betroffen ist von einer schweren Krankheit. Also Riesenpotenzial auch für die Beratung im Unternehmen, um am Ende dann mit der Haftungsexpertise zu einem Status zu kommen, der auf der einen Seite aufzeigt, grün, da hast du was getan, da hast du Risiken erkannt, da bist du schon vorgegangen und hast für dich mit Maßnahmen und Schutz vorgesorgt. Rot, da hast du volle Angriffsfläche, da hast du Einfallstore, da gilt es ganz konkret zu überlegen, wie man damit vorgeht. Das Ganze wird mit einem einzigen Risikofragebogen, wie gesagt, bei uns abgefragt. Das heißt, es ist auch nicht aufwendig und es kostet im Grunde genommen auch ein lächerliches Geld, geht in der Regel los bei 199 Euro zuzüglich der Umsatzsteuer. Das kann sich jedes Unternehmen leisten, hier Klarheit zu bekommen. Und in der Folge erhält er ja einen ganz klaren Hinweis, nämlich über die Eintrittswahrscheinlichkeit. Wenn ich eben erfahre, mein Risiko im Punkto Strafanzeige liegt bei 25%, weil eben ausscheidende Mitarbeiter, ausscheidende Lebenspartner oder sonstige Wettbewerber es ab und zu ganz gemächtig darauf abgesehen haben, einem Unternehmer zu schaden, dann kann ich sagen, okay, das heißt ja, ich bin zu 75% nicht betroffen. Wir müssen aber uns dann das Szenario noch anschauen, während die 25% für dich 100% weiter betroffen bist, wie hoch ist dann die Schadenshöhe, die mögliche Auswirkung? Und wenn ich dann eben erfahre, die liegt bei ungefähr 65.000 Euro beim Strafrechtsschutz im Mittelwert, wenn das über 4, 5 Jahre geht, dann habe ich natürlich wieder eine ganz konkret messbare Bandbreite und kann sagen, bei 500 Euro, die mich das im Netto beim Strafrechtsschutz kostet, könnte ich da 40, 50 Jahre lang oder länger die Beiträge dafür bezahlen. Na, das ist doch vielleicht sinnvoll, darüber nachzudenken. Übrigens, für Steuerberater ein besonders heißes Thema, das Thema Strafrechtsschutz, weil fast jeder Unternehmer, der wegen Versuch der Steuerhinterziehung oder ähnlichen Fällen angezeigt wird, ist immer ein Steuerberater mit in der Prüfung, ob der hier Unterstützung gewährt hat. Sie sehen also, da ergeben sich dann automatisch Folgesituationen. Dem Steuerberater ist also sein Strafrechtsschutzrisiko wesentlich höher noch angesetzt als bei sonstigen Unternehmern. Ja, und spannend ist natürlich, dass wir im VSAV, für den wir so Rahmenverträge schaffen für die einzelnen Zielgruppen, schon automatisch eine
eine Basis-Strafrechtsschutzdeckung drin haben. Das wissen viele gar nicht, dass sie mit den 60 Euro Jahresbeitrag hier als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Vermittler, Finanzdienstleister, Unternehmensberater automatisch schon strafrechtsschutzversichert sind. Für uns hat der System der Rahmenverträge einen riesen Vorteil, die da drin versichert sind. Wir kriegen über die Versicherer hier Konditionen, die 30-35% unter den Prämien des Marktes liegen, können aber über 30-40% mehr Leistungen in den Verträgen herausholen. Und das ist ja nicht nur für uns, das ist vor allem für die Versicherten genial. Nehmen Sie es mal in der Vermögensschadenshaftpflicht. Wenn Sie selbst noch keinen digitalen Versicherungsordner vermitteln, wenn Sie selbst noch bestimmte andere Bereiche bisher gar nicht darüber nachgedacht haben oder Sie tun und gar nicht Ihren Versicherungsschutz abgeprüft haben, wie die Entgeltoptimierung etc., dann sage ich jetzt etwas, was extrem wichtig ist. Wir haben hier zum Beispiel auch Klauseln drin, die sagen, jede Erweiterung eines einzelnen Mitglieds in diesem Rahmenvertrag führt dazu, dass automatisch alle diese Verbesserung erfahren. Das ist ein permanent weiter mitwachsender Versicherungsschutz, ohne dass es automatisch zu höheren Prämien führt. Wenn wir also heute in den Vergleich reingehen, stoßen auf den Kunden, sehen seine hundertprozentigen Leistungen und die Prämien dazu, dann packen wir mit dem Versicherer in Verhandlungen oft 120%, also rund 20% mehr an Leistungen rein, weil wir sie für wichtig erhalten, verhandeln dann aber, dass die Prämie runtergeht auf Nettokondition und dann bekommt die KONAF die Vergütung direkt vom Kunden. Im Vergleich zum Altvertrag sieht es dann so aus, dass wir oft 20% mehr an Leistungen haben, aber trotzdem unter der ehemaligen Prämie liegen, auch mit der Vergütung, die die KONAF direkt kriegt. Ich glaube, das ist auch etwas, was Sie ganz souverän in die Unternehmen hineintragen können. Am Ende steht eine Auswertung da und wenn da die Optimierungen in der Folge gemacht werden, kann Ihr Unternehmer sagen, jetzt weiß ich, dass die Risiken zwar nicht weg sind, aber wenn sie eintreten, bin ich darauf vorbereitet und bleibe weiter handlungsfähig, weil sie finanziell abgefedert sind oder die Maßnahmen in der Folge so klar sind, dass ich Unternehmenssicherheit habe. Und das ist ja das Ziel und das bringt uns unterm Strich dann auch genau die langfristigen Kunden, an denen wir Jahr für Jahr partizipieren. Ja, was machen wir im Kooperationsnetzwerk? Was bieten wir Ihnen an? Wir aktivieren natürlich Experten zu so Spezialthemen wie Fels, nachdem wir die Haftungsexpertise eingesetzt haben. Wir sichern aber auch Sie selbst in Ihrer eigenen Vermögensschadenshaftpflicht durch Prüfung und Optimierung. Und wir aktivieren natürlich Hex-Anfragen bei Unternehmen, um auch die Beteiligten in den Unternehmen mit den verbesserten Konditionen zu unterstützen. Wir aktivieren aber auch Einzelrisiken. Wir haben viele Vermittler, die mittlerweile die Exklusivität dieser schweren Krankheitspolice, vor allem mit der Gegenüberstellung beim Kunden des Brutto und Netto, so begeistert finden, weil das ja auch den Nebeneffekt hat, dass der Vermittler diese Provisionen, die vom Kunden kommen, sofort zu 100% verdient hat und nicht wie bei anderen Nettoanbietern dieselbe Stornohaftungszeiten hat wie bei den Bruttoverdiensten. Wer sich dafür interessiert, ich werde dafür in Kürze extra Webinare zum Thema der schweren Krankheitenpolice, Brutto-Netto-Vergleich und deren Umsetzung im Markt anbieten. Ja, damit bin ich im Grunde genommen soweit durch. Wenn Sie Fragen haben, haben wir jetzt natürlich auch die Möglichkeit, einfach die Raute-Taste am Telefon drücken und die 1 und dann können der Herr Bayer und ich auf die Fragen, die noch aufgetaucht sind, sofort eingehen und Ihnen entsprechend da direkt mal Antworten zu geben. Ansonsten, wenn jetzt keine Fragen kommen, dann hoffe ich, Sie haben viel mitgenommen, interessieren sich dafür, setzen sich einfach mit uns in Verbindung über die info@konaf.de oder über die verschiedenen Webseiten können Sie natürlich hier jetzt auch sehen, dass ich gerade das
fehlt eine ganz wichtige Webseite drauf, die haftungsexpertise.de, die werde ich jetzt noch eintragen lassen. Ja, da können Sie auch schon mit einem ganz kurzen Film sehen, unter haftungsexpertise.de können Sie also jetzt schon mit einem ganz kurzen kleinen Film, 59 Sekunden, können Sie da sehen, wie das funktioniert, genauso wie über die planbvorsorge.com. Dort sehen Sie dann den Film zur schweren Krankheiten Vorsorge. Geht auch um die Minute herum. Natürlich die Kontaktdaten auch zu Feld und zu Herrn Bayer, da im Moment aktuell keine Fragen offen sind, gehe ich einfach mal davon aus, dass wir per Mail benachrichtigt werden oder telefonisch vielleicht die tiefergehenden Fragen im Nachgang dann Ihnen persönlich beantworten können. Ja, von meiner Seite kann ich Ihnen nur sagen, weiterhin viel Erfolg. Würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam hier aktiv werden können. Es ist ein riesiges Geschäftspotenzial neben der Prüfung und Neuausgestaltung und der Absicherungsmöglichkeiten. Und der Herr Bayer und ich können Ihnen zusichern, wir stehen Gewehr bei Fuß, um das mit Sach- und Fach- und Tatkraft zu begleiten und zu unterstützen. Nicht wahr, Herr Bayer? Ja, jederzeit gerne. Ja, dann darf ich Ihnen an der Stelle als Ihr Haftungsmanager und Unterstützer von der CONAF, als Co-Navigator, wie wir uns selbst sehen, eine gute Zeit, viel Erfolg, gute Geschäfte und ja, eine erfolgreiche Zeit in den nächsten Wochen und Monaten wünschen. Vielen Dank und auf Wiederhören.